Hallo und herzlich willkommen zurück im schönen, kleinen, atmosphärischen Spiel Machinarium mit dem kleinen Roboter Josef. Wir sind aus der Werkstatt oder aus dem Gefängnis der Rowdies entkommen. Zumindest habe ich sie einfach mal Rowdies genannt. Und jetzt müssen wir die Stadt erkunden, würde ich mal sagen. Ich bin gespannt, auf was wir heute treffen und was für Rätsel wir so kriegen. Zum Beispiel das hier. Aha, runter, hoch. Hoch, 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 runter, runter, runter. Okay. Moment, was ist das hier? Also, das hier scheint ein Rätsel zu sein. In welchem wir... Ja, nee. Dafür sorgen müssen, dass die Dinger getauscht sind. Aber wir lassen das erstmal sein und gucken mal, was hier die Frau sagt. Regenschirm. Hund. Also ich möchte den Regenschirm, damit ich da lang gehen kann. Und sie möchte ihren Hund. Okay. Wir haben einen Hinweis. Und zwar, dass wir mit ihr... Super, toll, danke. Das. Ja, er weigert sich, das dachte ich mir fast. Ja, das sieht auch so aus, als wäre das das Einzige, oder? Was wir tun können. Wir gehen nochmal hier rüber, ob wir hier noch was sehen. Da drüben ist nämlich der Fifi. Ja, ziehen können wir das anscheinend nicht. Nee, da macht er sich groß, so klein. Machen wir uns mal groß. Nein, das macht er nicht. Okay. Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon ausprobiert. Aber da ist auf jeden Fall der Hund. Also müssen wir tatsächlich hier etwas verstellen. Nur so richtig... verstehen, was das soll, habe ich jetzt nicht verstanden, aber was das soll, habe ich jetzt nicht. Den eins weiter, den darüber, den da hoch. Ne, das war schon falsch. Aber so ähnlich. Den da runter, den da hoch. Ne, das war auch wieder falsch. Moment, Moment, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Nee. So, dann den darüber hüpfen, dann den darüber hüpfen. Dann den darüber, den darüber, den darüber, den da hoch, den darüber, den nach unten. Haben wir nur den einen nicht. Also den da hoch, den darüber. Den da runter, damit der da reinhüpfen kann. Dann kann der da reinhüpfen, ne? So, jetzt können wir natürlich so... machen. Den da hochrutschen. Ah! Jetzt haben wir gerade anscheinend die Pole getrennt. Fragt sich nur, was das Ganze uns jetzt bringt hier. Stellen wir uns mal... Hier vorne geht nicht hin. Ja. Gibt's denn nicht noch irgendwie noch eine Konsole, mit der wir hier arbeiten können? Hundi. Loch. Das sieht alles nicht so aus, als könnten wir es benutzen. Aha.
Ach so, wir haben ja noch so Zeug. Oh, ja, Entschuldigung, rechte Maustaste, wir erinnern uns. Das wird mir jetzt auch noch ein paar Mal passieren. Ja, genau, sehr schön. Dann könnten wir... Ich habe vergessen, dass wir Items haben. Vielleicht mit der... Mit der Gummipistole hier das Ding. Nicht das Ding. Ach, da kann man vorbeigehen. Ach so. Dass man da vorbeigehen kann, wusste ich nicht. Das habe ich nicht gesehen. Okay, dann hat das auf jeden Fall schon mal jemand was zu tun. Entschuldigung, da bin ich ans Mikro gekommen. Weiß ich nicht, ob ihr das gehört habt. Moment. Ja, so. Schieb's weiter. Und schauen wir mal weiter, wie das jetzt hier aussieht. Hä, ist das Ding jetzt wieder aus oder was? Och nö, okay, nochmal. Oh. Den darüber, den dahin. Den nachrücken, den darüber. Den darüber. Den nachrücken, den darüber, den darüber, den darüber, den nachrücken, den darüber, den darüber, den nachrücken, den darüber, den da hoch. Und wieder hoch. Nicht. Und jetzt mit der Pistole. Aber es leuchtet. Das heißt, ist auf jeden Fall das, was er versuchen könnte. Hm. Naja, er sagt nur das mit dem Regenschirm. Vielleicht gehen wir mal in den Raum. In den Raum in Anführungszeichen nebenan. So, haben wir schon mal die Dinger nicht hier. Was ist das denn? Öl. Kommen wir da dran? Nee. Können nur wieder das da versuchen. Flupp. Nee, das funktioniert so nicht. Leute, warum gebt ihr mir denn immer so Kackideen, die ich schon hab? Ach, Moment mal. Vielleicht treffe ich den ja... Nee, was? Yum. Yum, yum, yum. Es sieht nicht so aus, als wäre... Mist. Also der hängt da oben dran. Kann ich von der Seite vielleicht... Irgendwas reißen? Ach, Mann. Nee, kann ich nicht... Kann ich den dann zurückschieben hier? Ach so, okay. Einen Moment, da muss ich ganz kurz husten. Ist ja was ganz Neues. So, da bin ich wieder da. So, ich vermute mal, dann können wir auf diese Kiste hier klettern. Um dann mit dem Pömpelschussding... auf den Hund zu schießen. Jawohl, da können wir auf jeden Fall raufklettern. Mal gucken, ob er jetzt wieder runterklettert. Ja, tut er. Das ist ungünstig. Ich glaube, das hat auch noch irgendwas mit dem Ding da auf sich. Nein, 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 nein. Hm. So war das nicht geplant. Gut, dann schieben wir es halt zurück und dann wieder dahin. Ich meine, wir haben ja die Zeit, ne? Warum denn auch nicht? Meine Güte, stellen wir uns nicht so an. Ja, sie können wir mit der Pistole auch nicht mitnehmen. So, also nochmal auf die Seite und zurückschieben. Ich glaube nämlich, das ist das Einzige, wofür das da war, um die eine Kiste zu entfernen, damit wir auf die draufklettern können.
Bedeutet meiner Meinung nach, dass wir das Rätsel im rechten Raum lösen müssen. Jetzt. Und das hier war nur die Hilfestellung dazu. Und natürlich der Auftrag an sich. Offiziell. Moment mal, ich sehe da gerade Leitern. Ich sehe da gerade Leitern und dann können wir uns ja noch groß machen hier. Jawohl, ja. Cool. So, ach du Heilige. Okay, da ist irgendwie so ein Ölding, was da jetzt wegschwimmt. Das können wir jetzt bewegen. Ah, okay, wir können das anscheinend auf diesen Dingern hier bewegen. An die, die Leuchte zeigt an, wo es sich gerade befindet. So, da kommen wir nicht hin, dann so da. Dann können wir nämlich damit wahrscheinlich Öl auf die Plattform machen. Mit dem Ölknöpfchen hier. So. Das wird ja wohl ausreichen. Und ich denke mal, woanders müssen wir das echt nicht hintun. Jawohl, genau. Dann haben wir... Ja. Ha, ja. Ich bin so stolz auf mich. Das darf ich jetzt einfach mal ganz unverblümt sagen. Ach ja, so. Einmal runter und nochmal runter. Okay, ich bin... Nein! Doch nicht mehr so stolz. Also, da steckt also noch mehr hinter oder ich war einfach zu langsam. Okay. Also schieben wir aus Doofheit das zweite Mal unnötigerweise das Ding hier hin und insgesamt zum dritten Mal. Und schieben es jetzt das zweite Mal aus Dummheit. Und insgesamt das dritte Mal zurück. Macht ja so groß nichts, aber ein bisschen nervig ist es dann schon. Man den Vorgang auch nicht irgendwie beschleunigen kann oder sowas in der Richtung. Und es eigentlich nur unnötig ist. Entschuldigung. Aber wer ja mich und meine Let's Plays kennt, weiß, dass ich immer wieder von Gähnen und Hustanfällen geplagt bin. Und das sollte deswegen nichts Neues sein. Oh, das Ding steht wieder hier anscheinend, weil das Rätsel das da gelassen hat. Also einmal Öl. Und dann gehen wir auch schon nach unten. Dann warten wir nämlich, bis der Hund das gemerkt hat. Gehen hier runter, da jetzt hat er es gerochen. Jetzt nehmen wir die Pistole und schießen damit auf den Hund. Und es hat geklappt, jawohl. Ach du meine Güte, jetzt haben wir den ganzen Hund eingesteckt. Naja gut, wir haben auf jeden Fall das Problem gelöst. Denn wir haben ihn. Bitte sehr, junge Frau. Ja, da hat es auch unser Item dann direkt mal entfernt. Zack! Dafür können wir jetzt unbeschadet durch das Wasser hier gehen. Und landen... Oh, ich dachte schon, wir landen jetzt da. Und landen anscheinend dann gleich im nächsten Raum. Oder im nächsten Level. Und da fliegt der Regenschirm davon. Also ich muss sagen, ich finde das echt toll, wie liebevoll das gemacht ist, dass die Gegenstände verschwinden. Ich weiß nicht, es ist... Also in den anderen Adventures, also Point-and-Click-Adventures, die ich gespielt habe, waren die einfach verschwunden. Hat auch noch ein bisschen Sinn gemacht ab und zu, aber so wie hier war das nie. Okay, jetzt haben wir hier so komische Menschen, würde ich schon sagen, Roboter. Die komische Geräusche machen.